Heute beschäftigen wir uns mal mit einem Thema, um das wir uns ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich ausführlich gekümmert haben, von dem ich aber weiß, dass es viele von euch sehr interessiert, und zwar die Eurowings Langstrecke. Das ist ein Thema, in dem, seit es diese Langstrecke überhaupt gibt, eigentlich eine ganze Menge Bewegung drin steckt. Die Langstrecke gehört zur Eurowings dazu, wird auch immer weiter mit dieser Fluggesellschaft wachsen. Die Frage ist nur, wie genau, in welcher Form und vor allem wo. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und nur mal ganz kurz zur Erklärung, warum es in den letzten Tagen kein Video gab. Ich war in den letzten 3 Tagen in Frankfurt. Denn wenn man im Cockpit oder in der Kabine arbeitet, also als fliegendes Personal irgendwo unterwegs ist, in meinem Fall ist es jetzt die Kabine, da muss man gewisse Dinge immer wieder mal auffrischen. Und das tut man zum Beispiel in der Kabine in einem einmal pro Jahr stattfindenden Recurrent. Und das hatte ich jetzt die letzten 3 Tage. Jetzt bin ich aber wieder zu Hause und jetzt kann ich auch wieder Videos für euch machen. Vor einiger Zeit war das mit der Eurowings Langstrecke noch ein Riesenthema. Und als die Air Berlin dann Ende letzten Jahres verschwunden ist, dann kochte das Ganze auch nochmal ordentlich hoch. Aber ansonsten läuft das mehr oder weniger nebenbei. Mittlerweile ist es um dieses ganze Thema also wieder deutlich stiller geworden. Aber die Frage, die man sich von Anfang an immer mal wieder stellte, war, was hat die Lufthansa denn eigentlich noch alles vor mit ihrer Billigtochter Eurowings? Denn die Eurowings-Lackierung, die hat sich natürlich jetzt an mehreren deutschen Flughäfen schon wirklich etabliert. Und das war selbstverständlich auch noch lange nicht. Da wird noch einiges dazukommen. Aber nachdem die Air Berlin verschwunden ist, kam ganz schön viel in ganz schön kurzer Zeit dazu. Das ganze Konstrukt rund um Eurowings wurde deutlich komplexer. Die Fluggesellschaft hat über 70 Flugzeuge aus dem Air Berlin Bestand in ihre Flotte übernommen und die eigentliche deutsche Eurowings betreibt mittlerweile gut 90 Nicht-Langstreckenflugzeuge. Dazu kommt die Luftfahrtgesellschaft Walter, die gut 30 Flugzeuge in Eurowings-Lackierung auf dem Hof stehen hat. Die Eurowings Europe liefert nochmal etwas mehr als 10 Flugzeuge und dann gibt es ja auch noch Boeing 737, die eigentlich bei TUI Fly unterwegs sind, dann aber in Air Berlin Lackierung oder sogar in Eurowings Lackierung für die Lufthansa Billigtochter fliegen. Also wie gesagt, alles ein bisschen komplexer geworden. Die machen da auf jeden Fall schon richtig ernst und das tun sie selbstverständlich auch auf der Langstrecke und damit wären wir beim Thema. In der Wintersaison 2015-2016 war es ein Airbus A330-200, betrieben durch SunExpress Deutschland, der in Eurowings Lackierung gefühlt von Köln-Bonn aus mehr Probleme einflog, als er Passagiere an ihr gewünschtes Urlaubsziel brachte. Aber das war der Anfang und das sieht heute natürlich anders aus. Probleme gibt es selbstverständlich immer noch, aber es gibt jetzt vor allem mehr Flugzeuge. Ganze 7 A330-200 betreibt SunExpress mittlerweile für Eurowings. Wenn man die Dinger in eine Reihe stellt, sieht das immerhin schon mal nach einer richtigen Flugzeugflotte aus. Und dazu kommen ja jetzt noch 2 A330-300 und 2 A340 von der belgischen Lufthansa-Tochter. Tja. Das ist also schon eine ganz ordentliche Menge, mit der man auch ein bisschen was anfangen kann. Und ab Dezember sind es dann noch diese eben genannten wirklich 4 Maschinen, die von den Belgiern dann dazukommen. Das bedeutet, Eurowings Deutschland hat als solches, als Fluggesellschaft, gar keinen einzigen A330 oder A340 in der Flotte. Die werden entweder von SunExpress oder halt eben von Brussels betrieben. Und man kann aber, wenn man sich jetzt anguckt, wie diese Flugzeuge lackiert werden, wie die Piloten und die Flugbegleiter, die diese Flugzeuge bewegen, ausgestattet sind, kann man davon ausgehen, dass man das schon ein bisschen langfristiger geplant hat und dass sich das, so wie das in dieser Konstellation da durchgeführt wird, in naher Zukunft auch nicht unbedingt ändern wird. Und wir können natürlich davon ausgehen, dass das Gründe hat. Gründe, die aus operationeller Sicht, aber vor allem sicherlich auch aus finanzieller Sicht sinnvoll für den Lufthansa-Konzern sind. Ganz wichtig dazu zu sagen, wir haben jetzt natürlich nicht den tiefen Einblick hinter die Kulissen des Lufthansa-Konzerns, auf gar keinen Fall, aber wir können trotzdem versuchen, darüber nachzudenken, was da die Hintergründe sein könnten. Und es sieht auf jeden Fall so aus, als würde man hier nicht die Flugzeuge irgendwie wild zusammengewürfelt, irgendwie mit irgendwelchen Leuten beredern, weil es gerade an diesem Ort bei dieser Fluggesellschaft gepasst hat, sondern man nutzt hier natürlich ganz bewusst seine Tochterunternehmen zur Effizienzsteigerung und selbstverständlich auch aus Kostengründen. Aber nochmal zurück auf Anfang. Die Eurowings Langstreckenflotte stand von Beginn an am Flughafen Köln-Bonn. Ohne Frage eine Bereicherung für diesen Flughafen. Mittlerweile hat sich das aber wieder geändert. Die Eurowings Langstrecke hat den Flughafen Köln-Bonn mittlerweile wieder verlassen. Dieser Umzug zum Flughafen Düsseldorf wurde in diesem Jahr angekündigt und dann auch komplett durchgezogen. Und auch hier muss man nochmal ganz klar dazu sagen, so eine Veränderung hat selbstverständlich Gründe. Und die wenigsten von euch werden in der Lufthansa-Chefetage, im Lufthansa-Management irgendwo sitzen und da tätig sein. Und auch ich kenne natürlich die genauen Gründe nicht. Das ist immer sicherlich mehr als ein Grund, aber man kann selbstverständlich trotzdem mal darüber sprechen, warum eventuell diese Entscheidungen so getroffen wurden. Immerhin ist das natürlich ein massiver Punkt im Aufbau der Eurowings Langstrecke in diesem Jahr 2018.
den ganzen Bums vom Flughafen Köln-Bonn wieder wegzunehmen und nach Düsseldorf zu stellen. Einen Grund können wir da sicherlich recht schnell, ohne groß über die ganze Sache nachzudenken, nennen. Und zwar ist Düsseldorf, der Flughafen Düsseldorf mit potenziellen Passagieren. Mit Passagieren für das Eurowings-Produkt, also vorzugsweise Point-to-Point-Verbindungen zu irgendwelchen Touri-Zielen, zu sogenannten Warmwasser-Zielen. Da ist der Düsseldorfer Flughafen schlicht und einfach der attraktivere Flughafen im Vergleich zum Airport Köln-Bonn. Das kann man jetzt aber natürlich von verschiedenen Seiten betrachten. Wenn man ganz einfach anfängt, hat das Ruhrgebiet zum Beispiel etwas mehr als 5 Millionen Einwohner. Und wenn man es etwas weiterfasst, hat die Metropolregion Rhein-Ruhr 12,5 Millionen Einwohner ungefähr. Und gerade eben in und um Düsseldorf herum findet man die entsprechende Zielgruppe, die Kundschaft für das Eurowings-Produkt, gerade auch im Hinblick auf die nun von Eurowings auf einigen Strecken angebotene Biz-Class. Da darf man jetzt aber natürlich nicht nur schwarz und weiß sehen, es bedeutet auf gar keinen Fall, dass diese Fluggesellschaft in Köln-Bonn oder aus Köln-Bonn heraus nicht funktionieren könnte. Aber aus Düsseldorf heraus funktioniert es ohne Zweifel besser. Der zweite wichtige Grund ist eigentlich auch nicht wahnsinnig schwer und ganz einfach zu erkennen. In Düsseldorf war gerade einfach Platz, denn Air Berlin ist verschwunden und hat damit, jetzt mal ganz blöd gesagt, nicht nur ein paar A330 Parkplätze freigemacht, sondern auch die entsprechenden Strecken dazu. Und das ist einfach eine Chance. An diesem Markt, an dieser Stelle, in dieser Position, mit der Geschwindigkeit und der Größe einsteigen bzw. in der Form expandieren zu können, das ist nun mal einfach eine Chance, die man nutzen sollte, weil sie sonst erstens lange nicht wiederkommen wird und zweitens von der Konkurrenz genutzt wird. Folge des Ganzen: Eurowings stellt so viele Flugzeuge wie möglich, so schnell wie möglich an den Flughafen Düsseldorf. Und vielleicht hilft sogar die Mutti Lufthansa aus, damit entsprechende Strecken eben nicht von der Konkurrenz abgegriffen werden können. Der Flughafen von Köln wird an dieser Stelle links liegen gelassen. Das war vielleicht im letzten Jahr mal eine ganz nette Geschichte, aber die langfristige Partnerschaft, die findet man jetzt nun mal am Flughafen Düsseldorf. Das klingt ein bisschen doll nach Beziehungskrise, aber ist, glaube ich, der wichtigste Punkt des Videos. Die größte Chance für die Eurowings Langstrecke im vergangenen und in diesem Jahr war das Air Berlin Verschwinden. Und diese Chance musste man selbstverständlich nutzen. Carsten Spohr sagte zum Beispiel gerade erst gestern auf einer IATA-Konferenz, dass diese ganze Air Berlin Übernahme eine riesige historische Chance war, gleichzeitig aber auch eine riesige Herausforderung. Man musste gut 80 Flugzeuge von 15 unterschiedlichen Leasingfirmen eingliedern. Und damit beschreibt man jetzt selbstverständlich hauptsächlich die Kurz- und Mittelstrecke, denn Langstreckenmaschinen hat man ja nun mal nicht von der Air Berlin übernommen. Dazu kommt ein weiterer wichtiger Standort, denn ab Sommer 2018 war man mit drei Airbus A330 vom Flughafen München aus unterwegs. Im Winter sind es jetzt nur noch zwei A330, aber auch hier rutschte man in frei gewordene Lücken, denn dort hat sich Condor zurückgezogen und gewisse Strecken geschlossen. Tja, das heißt, auch hier muss die Eurowings quasi wieder in Lücken rutschen, die von anderen Unternehmen erst einmal aufgemacht werden müssen. Und mit diesem Wissen aus den letzten Minuten schauen wir jetzt nochmal nach Frankfurt, an den großen Lufthansa-Heimatflughafen, an die große Basis der Lufthansa. Und wir erinnern uns alle noch an die Streitereien zwischen den Fluggesellschaften, die dort beheimatet sind, allen voran der Lufthansa, und dem Flughafenbetreiber des Flughafens Frankfurt. Auf der anderen Seite, da ging es um Rabatte, die man dem Neukunden Ryanair, der mit neuen Strecken an diesen Flughafen kam, ermöglicht hatte. Lufthansa drohte zu dieser Zeit quasi an, bald auch mit der Eurowings vor der Tür zu stehen und die gleichen Rabatte zu fordern. Man würde sie allerdings vom Flughafen Frankfurt nicht in dieser Form bekommen. Tja, dafür schickte die Lufthansa einige A380 nach München und holte dafür kleinere und lautere Airbus A340 nach Frankfurt. Wie gesagt, alles ein bisschen Streitereien. Dazu kommt, am Flughafen von Frankfurt ist natürlich auch gar nicht so viel Platz für diese Fluggesellschaft, denn es funktioniert selbstverständlich nicht, indem man einfach ein paar A330 der Eurowings an diesen Airport stellt und einfach ein paar neue Strecken eröffnet, sondern der Platz muss erst einmal da sein. Und gerade das Produkt, was die Eurowings anbieten möchte oder anbietet, diese Point-to-Point-Verbindungen zu Warmwasserzielen, zu touristischen Zielen, das ist Condor-Territorium aus Frankfurt heraus. Und da ist also gar kein Platz, da ist gar kein Markt für die Eurowings zu diesem Zeitpunkt. Wachstum passiert dort, wo er möglich ist und wo er möglichst kostengünstig durchgeführt werden kann. Und dass die Eurowings dann womöglich Lufthansa-Strecken übernehmen könnte, so wie das ja ab dem 1. Dezember dann mit der New York-Verbindung aus Düsseldorf heraus passiert, das ist was anderes. Das war hier in Düsseldorf nur eine Übergangslösung und das wird so sicherlich nicht in Frankfurt oder in München passieren. Und damit ist der Flughafen Frankfurt als Standort für die Eurowings Langstrecke zum aktuellen Zeitpunkt sicherlich ziemlich uninteressant. Wichtig zu sagen ist außerdem noch, dass ein Wachstum, so wie man ihn zum Beispiel im letzten Sommer oder eigentlich im gesamten letzten Jahr beobachten konnte, den wird man nicht halten können und den möchte man auch gar nicht halten. Das war ein erzwungener Wachstum, der aus der Air Berlin Krise, aus dem Air Berlin Verschwinden heraus entstand.
Und ganz egal, was man für die Eurowings in den nächsten Jahren plant, wenn es Wachstum sein wird, dann wird der wohl eher überschaubar sein und man wird sich hauptsächlich darauf konzentrieren, die bestehende Operation möglichst stabil über die Bühne zu bringen. Der wirklich richtige Ort für die Eurowings-Langstrecke ist damit aus heutiger Sicht ziemlich sicher der Flughafen Düsseldorf. Immerhin findet man dort bald tatsächlich ganze 9 Langstreckenflugzeuge in Eurowings-Bemalung, was von den Kapazitäten her echt schon eine ganze Menge ist. Und der Flughafen München, weil gerade da nun mal ein bisschen Platz war. Was man in naher Zukunft noch alles mit diesem Teil der Fluggesellschaft Eurowings vorhat, das wird sich ziemlich sicher erst einmal auf diese beiden Standorte beschränken und eventuell vielleicht in neuen Zielen äußern, was durchaus interessant werden könnte. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei und ich freue mich auf eure Kommentare zur Eurowings Langstrecke. Viele von euch waren bestimmt schon mal mit einem A330 dieser Fluggesellschaft auf der Langstrecke unterwegs. Wie findet ihr das Preis-Leistungs-Verhältnis? Seid ihr mit dem Produkt zufrieden und würdet ihr wieder Eurowings Langstrecke fliegen? Bin da sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt gerne was in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.